Scheinbar diese Mission. Den hier kann ich wahrscheinlich auch noch kaputt machen. Mine 99. So. Kann ich jetzt endlich, endlich da hinten meinen Auftrag erfüllen. Nachdem ich hier irgendeine Kack-Nebenmission machen musste. Die verhinderte, dass meine Mission triggert. Wer auch immer dieses Spiel programmiert hat, macht es doch so, dass ich meine Mission machen kann, während hier eine Hauptmission läuft. Also, so. Wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab. Ja. Und das hätte ich auch gerne viel früher machen können, aber nein, ich musste hier erst quasi der Hauptmission, die hier stattfand, also Hauptmission in Anführungszeichen, nachgehen, bevor ich dann hier das Nebending machen konnte. Also. Ah, ich glaube, mein Handy wird mich demnächst nerven, damit, dass ich sein Akku lade soll. Ich muss immer kurz durch. Du. 400 Meter noch. Okay. Ah doch, ist der richtige Weg. Ich dachte schon, ich muss da irgendwie durch den Staudamm durch, aber... Und wehe, hier kommt noch eine Folgemission. Dann flippe ich aus. So. Und abschließen. Zack. Für mich. Vielleicht ist das Outsourcing heutzutage der beste Weg zum Erfolg. Ah, okay. Technikprobleme. Irgendwie habe ich doch geahnt, dass sie jetzt schon wieder eine neue Nebenmission aufploppt. Erstmal gucken wir, was wir gekriegt haben. Da. Stabilisierungsvisier 2. Okay. Ja, das war's eigentlich schon. Na gut. Technikprobleme. Das ist die letzte Nebenmission, die wir heute machen. So. Wenn du meinem Konto hilfst, helfe ich deinem. Na, was meinst du? Das Netzwerk steht, aber einer meiner Techniker war nachlässig und hat sich bei einem der Türme von den 99ern erwischen lassen. Er ist für diese ganze Kommunikationsunternehmung sehr, sehr wichtig. Deswegen musst du ihn für mich rausholen. Ich weiß, wohin wir müssen. Los! Und deswegen, weil es dafür einen Raketenwerfer gibt, scheint dies wohl die letzte Mission zu sein. Denn bei den Nebenmissionen ist es so, wenn da mehrere aufeinander folgen, dann kriegt man meistens dafür nur Mods. Außer für die letzte dieser Nebenmissionen. Da bekommt man dann tatsächlich eine Waffe oder irgendwas Größeres. Das ist natürlich auch keine, was weiß ich, keine pinke legendäre Waffe oder sowas. Oder eine orange Waffe oder so, keine Ahnung. Ich glaube, orange ist noch besser als pink. Rosa, lila, wie auch immer. Aber egal. Darum geht's ja nicht. Ich bin untröstlich. Ich muss hier nämlich jemanden rausholen. Oh ja, verfügbare Gegenstände. Genau in dem Moment, wo der hackt. Voll der Hacker. Voll der Hacker. Trollololololol. Menschen, die gerettet werden müssen. Was? Nein, sind nicht. Was? Nein. Okay. Von wegen, hier sind Menschen, die gerettet werden müssen. Das ist ein Verkäufer. Der will mir Sachen verkaufen. Okay, den hier muss ich retten. Was für ein Erfolg so. Für mich. Vielleicht ist das Outsourcing heutzutage der beste Weg zum Erfolg. Eigentlich sieht das hier doch ganz friedlich aus. Vor allen Dingen, hier ist sogar einer. Vorräte. Wortsprenger.
Watt-Langschusskanone. Was ist das denn? Rakete für Langstrecken mit Zielfernrohr und schneller Projektilabgabe. Synergie-Überlebenskünstler. Maximaler Schaden, minimaler Schaden. Feuerrate 3 im Magazin. Was ist das? Extrem hohe Feuerrate verursacht rapiden Schaden, aber erfordert häufiges Nachladen. Schwerer Raketenpott. Was? Votofoja. Och ja. Kaufen wir uns einfach mal einen Titel, wenn der den schon anbietet? Warum dann nicht? Hannibal. Dodge Challenger RT. Knallorange. Er hat mehr Trefferpunkte. Er macht mehr Schaden. Er ist schneller. Er hat ein höheres Boost-Tempo. Boost-Ladung ist etwas geringer. Und Boosts... Oh, nicht genügend Skrip. Was? Wie viel Skrip haben wir denn? Nein, nur 17.000. Oh. Dann müssen wir mal was von unserem Stuff, den wir hier noch haben, verkaufen. 218 bietet der mir dafür nur? 218? Echt jetzt? Für das Ding bietet der mir 2.000. Auch für so ein Ding bietet er mir 2.000. Auch dafür? Komisch. Das erhöht aber den Schaden. Fusionsleiter. Schadensladung. Strangvervielfacher. Ausweiter? Magazin? Wer will denn sowas? Nahkampf. Bereich, das ist nicht schlecht. Mal sehen. Zielgenauigkeit. Treffgenauigkeit. Zielfernrohr. Zielgenauigkeit. Ach, verkaufen wir mal. So. Jetzt habe ich doch 20.000. 30.000! Verdammt nochmal! Kann man hier auch nach Wert sortieren? Ja, kann man. Ultrabohrer. Strangvervielfacher. Splash-Mündung. Siphonbeschleuniger. Schrotflintenstabilisator. Vielleicht sollte ich erst die Waffen modden, bevor ich irgendwas mache. Kann er BMGs? Vor allen Dingen ist der Rest hier nichts wert. Schade. Können wir uns kein Auto kaufen bei dem. Aber egal. Gucken wir mal. Ja, das war's soweit mit der Nebenmission. Ich könnte hier noch einen Archenfall machen. Nee, eigentlich nicht. So, gut. Das war's. Hier gibt's jetzt nur noch hier eine Nebenmission und hier zum Beispiel VBI. Für VBI könnte ich auch noch Aufträge machen. Ich weiß auch gar nicht. Hier für T, was auch immer T ist. Episode 4, Verbrecherjagd. Nö, VBI. Ansonsten gibt es hier ja nicht viel. Hier ist noch so ein Wolgeschwarm. Alcatraz, Engel auf der Schulter. Erziele 3 Rettungsabschlüsse in Deathmatch. Mhm, klar. Na gut, okay, gut. Eine Sache machen wir noch. Wir machen noch ein bisschen Rumgeballer-Action und dann gehe ich eine Pause machen. Beziehungsweise, ja, ist 7 Uhr morgens. Ich gehe dann auch schlafen. Dafür reicht die Festplatte noch. Wobei, das ist eigentlich ein kleiner Archenfall. Den kann man nur nebenher machen. Weltraumabfall nähert sich. Ich setze große Hoffnungen darauf, aber lasst uns vorsichtig sein. Zerstöre den Kristall. Der Kristall hat ein bisschen mehr Damage. Ja, da macht man echt nur 90 Damage. Der Kristall hat mal eben 6 Schilde. Ich muss nachladen.
Vielleicht ist nächstes Mal mehr Glück. Trotzdem danke. Alter, lass mich in Ruhe. In der Nähe ist eine hochentwickelte Waffe. Das sollten wir uns zunutze machen. Mit Hilfe dieser Waffe. Ja, eine hochentwickelte Waffe. Ich habe keine Patronen mehr. Ich stehe unter Beschuss. Ich orte hochentwickelte Waffen in der Nähe. Wir sollten das untersuchen. Großartig. Lass uns die Waffe verwenden, um den Kristall aufzubrechen. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Ich stehe unter Beschuss. Verdammt, wo ist der hin? Halt mir den Rücken frei. Ich orte hochentwickelte Waffen in der Nähe. Wir sollten das untersuchen. Ich habe keine Patronen mehr! Mit dieser Waffe können wir den Kristall zerbrechen. Nächstes Mal mehr Glück. Trotzdem danke. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Danke. Wo ist denn die hochentwickelte Waffe? Ach. Ja, du bist an einem besseren Ort. Ausbomben! Hochentwickelte Waffen in der Nähe. Wir sollten das untersuchen. Ich brauch dringend Kugeln! Verdammt! Ich hoffe, du nimmst es mir nicht allzu übel. Ich mach mich ausmachen! In der Nähe ist eine hochentwickelte eine Waffe. Das sollten wir uns sehr zulassen. Schön. Großartig. Brauche Munition. Die Waffe verwenden, um den Kristall aufzubrechen. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Pass auf. Feuer. Ich weiß gar nicht, ob man das alleine machen kann. Weil es gibt immer Raketenwerfertypen. Na? Munition leer! Total leer! Waffe verwenden, um den Kristall aufzubrechen. Ich orte hochentwickelte Waffen in der Nähe. Wir sollten das untersuchen. Mit Hilfe dieser Waffe können wir den Kristall zerbrechen. Au! Na! Ich orte hochentwickelte Waffen in der Nähe. Wir sollten das untersuchen. Großartig! Lass uns die Waffe verwenden, um den Kristall aufzubrechen. Vielleicht hast du nächstes Mal mehr Glück. Trotzdem danke! Wir sollten das untersuchen. Mit Hilfe dieser Waffe können wir den Kristall zerbrechen. Weiter so. Vielleicht hast du nächstes Mal mehr Glück. Trotzdem danke. Oh Gott, jetzt kommen auch noch die Viecher. Richtung unterwegs. Gib mir Deckung, ich muss nachladen. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Ich hoffe, du nimmst mir nicht allzu übel. Ich orte hochentwickelte Waffen in der Nähe. Wir sollten das Schilde versagen. In der Nähe ist eine hochentwickelte Waffe. Das sollten wir uns zunutze machen. Mit Hilfe dieser Waffe. Munition können wir den leer! Total leer!